Der verzauberte Weihnachtskeks. 4 Tage vor Weihnachten backen Lukas und Pauline Weihnachtskekse. Plötzlich klopft es an der Tür. Neugierig schaut Pauline nach. Es steht aber niemand vor der Tür. Als Pauline genauer schaut, entdeckt sie auf dem Fußboden vor der Tür ein Sackerl. Sie denkt, wer hat das wohl dorthin gelegt? Auf dem Sackerl stehen ganz seltsame Zeichen, die Pauline und Lukas nicht lesen können. Neugierig öffnen die beiden das Sackerl. Der Inhalt des Sackerls ist ein braunes Pulver, das sehr gut riecht. Pauline ruft, schau Lukas, jemand hat uns Gewürze für unsere Weihnachtskekse gebracht. Die beiden Kinder kneten einen Teig und mischen die Gewürze darunter. Dann stechen sie Kekse aus und backen die Kekse im Ofen. Als Pauline und Lukas die Kekse verzieren, kommt die Mama nach Hause. Sie fragt die Kinder, habt ihr Kekse gebacken? Sie riechen so gut, wollen wir sie gleich probieren? Die Mutter kocht Früchtetee und dann essen alle drei gemeinsam die Kekse. Plötzlich passiert etwas Seltsames. Es gibt einen gewaltigen Knall und eine wunderschöne Fee erscheint. Die Kinder sind ganz erstaunt und fragen, wer bist du? Die Fee antwortete, ich heiße Clara, ich bin eine Fee und erfülle euch 3 Wünsche. Da fällt den Kindern natürlich sofort viel ein. Eine Gitarre, eine Rennautobahn, ein Fahrrad, eine Trommel, ein Gameboy, ein Discman, ein Computer, Spiele, ein Skateboard, ein Handy, ein Roller, eine Flöte. Ja, das alles soll unter dem Christbaum liegen. Auf einmal sagt Lukas, ich wünsche mir, dass meine ganze Familie zu Weihnachten zusammen ist. Pauline fällt auch etwas ein. Und ich möchte, dass alle Menschen gut leben. Plötzlich fällt den Kindern sehr viel ein, dass alle Menschen auf der Welt zu essen haben, dass jeder eine Wohnung und Kleider hat, dass alle Menschen gesund sind und dass jeder jemanden hat, der ihn gern hat. Die Fee schaut die Kinder auf einmal ganz traurig an und antwortet, ich bin zwar eine gute Fee, aber all eure Wünsche sind unmöglich zu erfüllen. Es wird immer Menschen geben, die Hunger haben. Da fällt den Kindern etwas ein. Wir haben vor ein paar Wochen eine neue Schülerin bekommen. Die hat noch gar keine Freundin. Ich könnte ihre Freundin sein, schlägt Pauline vor. Lukas sagt, der Hannes in unserer Klasse hat nie eine Jause mit. Ich könnte mit ihm teilen. Wir können alle aufhören, uns dauernd zu streiten und lieber miteinander spielen, damit die Mama nicht dauernd Streit schlichten muss, meinen beide Kinder. Plötzlich verschwindet die Fee mit einem lauten Krach in einer Rauchwolke. Die Kinder sind traurig und enttäuscht. Aber als am Weihnachtsabend die Glocke läutet, stehen die Kinder ganz erstaunt vor einem wunderschön geschmückten Christbaum. Unter dem Christbaum liegen alle Geschenke, die sich die Kinder gewünscht haben, und daneben liegt ein Zettel. Ich habe all eure Wünsche erfüllt, weil ihr nicht zuerst an euch gedacht habt, sondern an alle Menschen. Frohe Weihnachten wünscht euch Clara, eure gute Fee.